Hallo und willkommen zurück hier bei mir bei Mugenmods Mo mit mir J-Mo, Joel und Ellie bei The Last of Us. Wir wissen alle, was noch das letzte Mal passiert ist. Regenwetter ist jetzt ganz gut, weil es stimmt mich nämlich ein wenig traurig. Wir haben Henry und Sam verloren. Infiziert und Selbstmord, nachdem der eine den anderen erschossen hat. Traurige Geschichte. Falls ihr es nicht gesehen habt. Das geht ganz schön nah und ich fand es auch ziemlich heftig, aber ich denke mir dann auch immer, ja, so ist es eben in so einer Welt, wenn man versucht zu überleben. Wenn man mit dem Verlust seiner Geliebten nicht klarkommt und ja. Jetzt stimmt hier die Gitarrenmusik ein. Wir sind jetzt schon in Wyoming, scheinbar. Wir sind 6 Monate später, es ist Herbst geworden. Man sieht es noch nicht so richtig, aber es ist wirklich Herbst geworden. Und wir kommen unserem Bruder oder beziehungsweise Joels Bruder immer näher. Jackson County. Snake River Trail. Der Schlangenfluss. Er schlängelt sich hier hoch. Muss man sagen, die Aussicht ist echt cool. Echt Hammer. Mit diesen Bergen da oben, mit diesen massiven. Aber das ist sowieso so ein Ding, was ich an Amerika echt krass finde. Die haben so viel Natur dort und vor allem solche, so viel abwechslungsreiche Natur. Das macht einen schon ein bisschen neidisch. Ich habe gerade nur die Waffe gezogen, damit ich eine habe. Ich muss mal kurz gucken. Okay. Ich glaube, das war so, ja. Ich muss mich kurz nur an die Steuerung gewöhnen. Das ist Rennen. Das ist Lauschen. Aber wir lauschen, dass da niemand ist. Kreises Ducken, okay, jetzt weiß ich's. Da sind ein paar Raben gewesen. Hätte ich mal drauf schießen können. Warum auch immer. Naja, ob die Infizierten sich so weit verbreitet haben, das ist die eine Frage. Könnten wir theoretisch runterspringen. Ob wir das gleich machen sollten. Ja, komm. Wir müssen mal uns hier ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir hier irgendwas Praktisches. Vielleicht gibt es hier oder da irgendwo ein bisschen was zu plündern noch. Wenn wir What happened between you two? What do you mean? You and Tommy. You're not together, so clearly something went down. We just had a bit of a disagreement, that's all. Ah, here we go. So what was it about? Tommy saw the world one way, I saw it the other. And that's what we're doing fireflies. Yeah, your friend Marlene promised him hope. That kept him busy for a while, but just like Tommy, he eventually quit that too. Was it the last time you saw him? I believe his last words to me were, I don't ever want to see your goddamn face again. Jeez. Oh man, hard, harte Wörter. Are you gonna help us? I suppose we're gonna find out. Well, with or without his help, we'll get there. Let's just keep going. Okay, Eddie, du bleibst hier unten. Da bist du, glaube ich, sicher. Und ich nehme mir mal diese Waffe, diese neue. Endzeitstimmung. Riesiger El Diablo. Riesiger Revolver, ehrlich. Riesiger Revolver. Mit Fernglas. Fernrohr, wollte ich sagen. Komm, hier sind noch ein paar Teile, die nehmen wir natürlich mit. Klingen und so weiter und so fort. Achso, wir müssen sogar runter. Follow the river. It'll lead us straight to Tommy's. Come on. Wir sehen, das war hier ein Polizeiauto oder ein Ranger-Auto, das wissen wir gerade nicht. Aber gut, wir waren sowieso auf dem richtigen Weg, deswegen können wir hier runtergehen. Ich gucke nur gerade, wo wir am besten. Ah, hier. Am besten uns runterlassen. Schicker Fluss. Wow, wow, wow. Okay, ja. Da können wir nochmal eins runterspringen. Ich gucke hier nur gerade. Dieser Ebene. Wow. Echt cool. Ob wir hier noch auf wilde Tiere treffen, das ist ja eine andere Frage. Ich meine, Infizierte weiß ich gerade nicht. Könnte sein, muss nicht. Aber alles andere ist eine Überlegung wert, würde ich sagen. War da was? Ach, das ist ja nur die Pistole, Entschuldigung. Ich dachte gerade, ich könnte das Fernglas aktivieren, aber dem war nicht so. Egal.
Oh, wir haben ja auch noch einen Backstein. Oh, da vorne scheint irgendein Gebäude zu sein. Ich nehme mir mal, ich visiere das mal an. Was ist das? Ah, eine Brücke oder so. Ne, ich bleib mal beim Jagdgewehr. Ich habe da gerade für sowieso ein bisschen Muni über. Wow, wow. Aber hier sehen wir, die Leute sind irgendwie, keine Ahnung, Unfall gemacht und einfach so gestorben. Was haben wir denn hier für eins? Foreign Element. Oder auch genannt Fremdelement. Savage Starlight. Wir vergrößern das Ganze, damit ihr nochmal schön das Cover sehen könnt. Nice. Wir drehen es um. Wieder mal was von Dark Horse. Book 5. Lesen. Buch 5. Fremdelement. Entschuldigt. Der Sieg der Reisenden war absolut und so waren auch die Bedingungen der Kapitulation der Menschheit. Das Fleisch jedes noch lebenden Mannes, Kindes und jeder Frau wurde zur Kriegsbeute erklärt. Wie lange wird Daniela ihrem schrecklichen Clown entkommen können? Das wissen wir nicht. Dafür müssen wir dieses Comic eigentlich lesen, aber wir können nur den Klappentext lesen, weil sich Mr. Joel nicht für Comics interessiert. Schande über sein Haupt. Bestimmt hat er als Kind sicherlich auch Comics gelesen. Geht gar nicht anders. Weil die Comic-Kultur natürlich in Amerika noch viel krasser verbreitet ist. Da ist man ja quasi damit aufgewachsen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat quasi. Aber das ist ja sehr wichtig, hier so Comics. Gut, dass ich nicht sterbe, wenn ich so ein bisschen ins Wasser reingehe. Weiß nicht, ob wir hier diese Stromschnellen überqueren können, einfach auf die andere Seite. Wäre natürlich ein Versuch wert. Hier sind ein paar Steine, da könnte man es versuchen, tatsächlich sogar. Aber wie gesagt, Amerika ist eigentlich mit Comics aufgewachsen. Also, als Amerikaner wächst man quasi mit Comics auf. Jeder liest da quasi irgendwann mal Comics. Das gehört einfach zur, keine Ahnung, zur Kultur. Weil, in diesen Zeitungen und sowas, da gibt es ja auch Comics. Auch wenn es so kurze Comics sind, das kennen wir hier auch und irgendwelchen Zeitungen, dass da so kleine Comics drin sind. Entschuldigung, wenn ich jetzt übrigens hier so ein bisschen rumtrotte, aber ich genieße gerade hier die Natur und die Landschaft, die Freiheit. Jetzt kommen wir hier unter diese Brücke, unter dieser mächtigen Brücke. Entschuldigt. Da geht's schon weiter. Oh, ich würde so gerne mal versuchen, hier rüber zu gehen. Wenn ich draufgehe, rächt mein Tod. Nein, ich kann gar nicht. Die Strömung ist einfach zu krass. Könntest du nochmal da versuchen bei den Steinchen? Hier. Wow, das geht sogar. Ah, aber nur bis hier. Bis zum Stein. Selbst. Oder? Ne, ich komme da nicht weiter. Leider nicht. Jetzt sind wir ganz nass. Und ich dachte, auf der anderen Seite gibt es ein paar Goodies oder so. Naja, da müssen wir wohl dem abwarten. Kommen wir leider nicht hochgeklettert. Da könnte ja auch noch was sein. Nein, der Stein ist zu rutschig. Jetzt vor allem, nachdem wir durchtränkt sind. Was ich auch ganz cool finde, was ich bemerken muss, ist, dass die andere Kleidung tragen natürlich. Das hat man auch nicht so immer. Aber es sind 6 Monate. Krasser Damm. Whoa, what's that? Right there's a hydroelectric power plant. A hydro who? It uses the river's movement and turns it into electricity. Look, I know what it is. I don't know how it does it. All right. How are we getting across? Das werden wir jetzt herausfinden, meine gute kleine Ellie. Also ist es ein Wasserkraftwerk. Wie ist Strom erzeugt? Es wird wahrscheinlich über die über den Wasserfall. Wahrscheinlich, also in den meisten Dämmen wird es einfach durch Turbinen durchgehetzt, das ganze Wasser. Können wir in der Kurbel drehen. Wir schauen uns das nochmal hier an. Das ist ein bisschen monumental, das Ganze hier. Impressive, würde man sagen, im Englischen. Komm, wir schauen mal hier kurz rein. Aber erstmal lauschen wir vielleicht, ob da irgendwas hinter der Tür ist. Scheint aber erstmal sicher zu sein. Ah, ja.
Komm jetzt. Zack. Alright. Offen. Hier haben wir wieder ein paar Vorräte. Huch, jetzt habe ich ziemlich viel genommen. Ohne es zu sehen. Leider. Aber gut, wir brauchen die ganzen Zeug hier. Den ganzen Zeug. Gibt es hier noch was im Spind? Nee, das ist nur eine Schalltafel. Mehr leider nicht. Hat jemand auch Zeitungen gelesen? Warum auch immer. Wir gucken mal kurz nochmal in unsere Aufbereitungsanlage, wollte ich schon sagen. Ah, wir lassen das nochmal im Messer. Wir haben ja noch ein Medikit, machen wir uns auf jeden Fall. Damit wir mindestens immer zwei von allen da haben. Beziehungsweise theoretisch können wir das ja auch machen, weil damit die Slots frei sind. Nahkampfwaffe. Die ist schon. Ist die schon? Ja, die ist schon. Ach, scheiß drauf. Machen wir nochmal ein Messer, dann können wir auch wieder Klebeband und Klingen aufnehmen. Da müssen wir nicht immer drauf warten. Ich meine, wenn wir schon die Sachen hier zur Verfügung haben, sollten wir sie auch benutzen, damit wir sie mitnehmen können. Egal. Weiter geht's. Dann drehen wir mal an diesem Rad. Um die Schleusen zu schließen oder diese Schleusen zu öffnen? Ja, auf jeden Fall können wir da scheinbar auch irgendwie so einen ziemlich rutschigen Übergang kreieren, so wie es aussieht. Aber wie schaffen wir das? Wie kommen wir auf die andere Seite? Ah! Hä, wie bist denn du da runtergekommen? Achso. Entschuldige die Frage, du Genie. Du bist ja schlauer als ich. Okay, du kannst nicht schwimmen, das heißt, ich werde schwimmen müssen. Ich hoffe, die Strömung ist hier nicht so krass. Aber wie komme ich... Wo ist hier Eingangspunkt? Da hinten vielleicht? Ach, ich werde es rausnehmen müssen. Uah, das Wasser muss bestimmt ganz schön kalt sein. Und schon wieder sind wir Jacques Cousteau in der Meeresbiologie. Da haben wir Fässer. Aber da sehe ich nichts, was wir benutzen können. Da kommt aber Luft raus. Schwimmen wir erstmal hier ein bisschen. Schauen wir uns um. Wahrscheinlich muss ich auf jeden Fall tauchen, aber... Ich will mich hier erstmal ein bisschen umtüdeln. Weil da hinten können wir auf jeden Fall hoch. Aber tauchen wir mal ein bisschen. Dann sehen wir ein bisschen mehr Meereslandschaft hier. Wunderschön. Fische schwimmen hier. Beleibt durch das Wasser. Wir sehen Felsformation. Und wir sehen, dass ich hier nicht vorankomme. Sondern ziemlich abgetrieben werde sogar. Oh nein, Joel wird abgetrieben. Das ist aber nicht sehr schön. Ich glaube, ich könnte da wahrscheinlich sogar richtig hoch. Na komm, irgendwas muss ja hier sein. Hier gibt es ja auch Luft irgendwie. Kann ich das kaputt machen oder so? Bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich damit machen kann. Wenn ich hier reinschwimme, dann sterbe ich bestimmt. Toll. Wow, ich bin einmal drumherum geschwommen. Merd. Na egal. Wir versuchen es mit dem Ding hier. Vielleicht können wir ja tatsächlich hier hoch und dann da einfach rüberspringen. Nein, können wir nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Also, wir müssen irgendwas hier finden. Ich trete nämlich gerade voll auf den Schlauch. Hier voll die Fässer und alles mögliche reingeworfen in das schicke, klare Wasser fast. In das fast schicke, klare Wasser. Es muss was damit auf sich hier zu tun haben. Ach, natürlich, da ist ja auch so ein... Jetzt habe ich es erst überhaupt gecheckt. Da ist ja so ein Holzpaletten-Ding. Das müssen wir ja lösen, wahrscheinlich einfach. Deswegen hier diese gelben Sachen, die sind ja alles Markierungen. Fuck, 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 fuck. Komm schon. Wir haben nicht für ewig Luft. Hm.
Sehr gut. Dann haben wir nochmal das Alter von Joel gesehen. Der sieht eigentlich ganz schön alt aus, der gute Herr. Aber er kann immens lange Luft anhalten. Ich wollte hier nur nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist, bevor wir gleich ertrinken. Nein, lassen wir den Scheiß. Wir wollen jetzt nicht unser Leben riskieren für ein paar vielleicht unwichtige Supplies. I need you to... I know. Step on the fucking pallet. Hey. Pass auf deine Ausdrucksweise aus, Mädchen. Na komm. Halt dich gut fest. Der Wellengang ist hier ein bisschen stärker. Ich werde versuchen, vorsichtig zu schwimmen. Komm schon. Ganz ruhig, Ellie. Keine Angst. Ich halte dich. Ich passe auf dich auf. Wir müssen vorsichtig jetzt nach vorne schwimmen. Komm. Ja, ja, ja. Bleib auf. Bleib. So. Jetzt kannst du hoch. Ich schwimme mal wieder derweil zurück schnell. Nein, ich will nicht in die riesigen Stampfer geraten. Oh, gib mir das Spiel. So, das macht sie nämlich sehr gut, die Gute. Vorsichtig. Be careful crossing that thing. I will. Bloß nicht ausrutschen. Teamwork. High five. Sweet. Das ist süß. Das finde ich spitze. So, mal gucken. Gehen wir nochmal in die Natur rein. Gucken wir, ob wir hier noch was finden. Ja, tatsächlich finden wir auch hier etwas. Verbandszeug, eine Schere. Hat sich hier jemand eine Feuerstelle gebaut oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Doch, tatsächlich. Wenn wir das hier sehen, das ist gar nicht so alt wahrscheinlich. Oh, fuck. That's too small, grave. I forgot to leave that stupid robot on his grave. What should I do with it? Ellie. What? I want to talk about it. No. Why not? How many times do we need to go over this? Things happen, and we move on. It's just... That's enough. You're right. I'm sorry. Let's get to Tommy's. Oh, man. Ich meine, Joel hat ja auch noch nichts von seiner Vergangenheit erzählt, deswegen, von wo soll das Ellie auch wissen? Okay, hier kommen wir nicht runter. Wäre schön gewesen, wenn wir auf die andere Seite gekommen wären, auch wenn uns das wahrscheinlich nichts gebracht hätte, aber schön wäre es vielleicht trotzdem gewesen. Weiß ich nicht. Da oben können wir auf jeden Fall auch lang. Jetzt bin ich mir unsicher, in welchen Eingang wir denn gehen sollten hier. Auf jeden Fall musste hier jemand... Es ist zu klein für ein Grab. Was meint er damit? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was er damit meinte. Ach komm. Wir nehmen den coolen Naturweg statt... die Treppe, wo uns jeder hören und sehen kann. Deswegen nehmen wir doch den Schleichweg hier hinten. Kommst du klar, Ellie? Okay, die ist auch ganz schön sportlich, muss ich sagen. Aber muss sie ja. In dieser... verwestesten Zeit. Verwestesten. Oh, I'm so hungry. Psst. I know, I am too. All right, next squirrel I see, I'm totally shooting it. Let's get past this place, then we can scrounge up some food. Well, if I starve, you're responsible. Okay, wir sehen hier ist wieder mal nichts. Also, es gab zwei Wege. Wir haben eingenommen und wir haben uns entschieden zu klettern. Aber warum hat das Ding so Wachtürme? Sieht so schon ein bisschen aus wie so ein... Okay. Wahrscheinlich deswegen, wegen der Fredda. Oder Phaedra. Diese Sicherheitskräfte, die haben das hier schon scheinbar alles unter Quarantäne gestellt gehabt. Ja klar, Energieversorgung ist immer wichtig bei solchen Dingern. Okay. Was uns jetzt wohl erwartet? Sind mal ein bisschen vorsichtig. Ich lausche mal kurz. Okay, bis jetzt nichts zu sehen. Ellie läuft auch ganz normal. Deswegen. Should we head in? Ain't no way around. Gonna have to cut through the plant. Scheiße, wir müssen durch die Fabrik. Außenrum geht's scheinbar nicht.
wäre an sich besser gewesen. Hey, cool, Fähigkeitspunkte. Warum wir das auch in Form von Blumentöpfen finden? Was sind das, Kräuter oder sowas, die uns besser machen? Drogen? Wir nehmen doch keine Drogen. Drogen sind schlecht. Ne, ernsthaft, Drogen sind nicht gut. Kinder, nehmt keine Drogen. Erwachsene, nehmt auch keine Drogen. Drogen sind blöd. So, genug Moralpredigt von heute, weil früher oder später werden wir sowieso irgendjemanden abknallen. Dann war das nicht so eine tolle Lektion. Klingen finden wir hier echt oft ohne Karte. Das ist praktisch. Karte des Kraftwerks. Die können wir uns gleich mal angucken. Mal gucken, ob sie auch irgendjemand vielleicht markiert hat. Eine Karte des Kraftwerks in Jackson County. Ja, wir sind in Jackson County, wie gesagt. Wir sind... wo sind wir? Ich hasse Karten, wo das nicht angezeichnet ist, aber wo soll man das auch wissen? Also wir sind den Flussverlauf hochgegangen. Also müssten wir da ungefähr sein, wo der Fluss reinfließt, glaube ich. Ja, es sei denn, wir kommen von der anderen Seite, aber ich glaube eher nicht. Nee, komm, wir kommen von da. Hier, ne? Da, wo North Tatum Dam steht eigentlich, da kommen wir her. Jetzt kommt noch ein Highway, der die Straße hier crossed. Gibt's hier irgendwas im Müll? Oder warum stehst du hier? Entschuldigung, in die Hütte kommen wir hier nicht rein. Okay. Na, hier gibt's nichts mehr. Gut, wir haben mal alles hier abgeguckt. Ja, ich weiß, dass wir da rein müssen. Ich werde trotzdem draufklicken, einfach nur damit... Oh ja, wir müssen da rein. Ach was. Gut. Aber was uns da drin erwartet, das sehen wir erst in der nächsten Folge von The Last of Us. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem stetig bei mir und nimmt einen Regenschirm beim nächsten Mal mit. Es könnte nämlich feucht werden. Wobei, dann geht's in die Fabrik. Genau, Ellie. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Bye, bye.